Hallo und willkommen zurück zu The Forest. Hallöchen. Mit Skuldur. Und hier, das Was? Letzte Stückchen Mauer. Dann hätten wir die Hälfte schon mal. Genau, dann diese Steinmauer ist eigentlich auch fast fertig. 45. Achso, die Baumstämme, die sind ja eigentlich hauptsächlich nur noch für das... Ja, das machen wir auch noch, komm schnell. Das kriegen wir die Folge hin. Die Plattform auch noch. Also wäre geil, wenn wir diese Folge eigentlich soweit alles fertig kriegen. Moment, so was mit Baumstämmen und so zu tun hat. Hier ist der Wagen, falls du den suchst. Jo. Ich habe gerade die Markierung gesucht. Obwohl, ich bin gerade ein bisschen blutig. Ich muss mal schnell baden gehen. Ich fäll dann schon mal wieder. Jo. Aber schon lustig, eigentlich kann man nur als Horst irgendwie blutig werden, ne? Irgendwie du schon, ja. Ich hab das Problem noch nie gehabt. Kommen eigentlich noch Updates für The Forest? Was? Kommen eigentlich so, Updates. Aber lang nichts mehr, ne? Also die haben das ja als Vollversion rausgebracht, das weiß ich, das ist ja schon lange her. Oder es ist ja schon eine Vollversion, ne? Ja, es ist. Oh Gott. Ist aus der Alpha draußen und aber seitdem habe ich eigentlich nichts mehr gehört. Müsste ich mal nachgucken. Da läuft straight jemand in unser. Uppala. In unser. Was zum Teufel ist los? So. Ja, macht er was kaputt oder greift er an oder läuft er einfach nicht. Nur durch? Ich sehe ihn nicht mehr. Eigentlich war das schon ironisch letzter Folge, ne? Also, wir bauen da gerade eine Mauer, damit die nicht mehr so in unser Lager kommen und dann stehen da drei mitten um unser Lagerfeuer rum. Ja, und wärmen sich da. Bisschen ironisch war das schon. Also, wir sollten dann eigentlich schleunigst weitermachen, um die Mauer. Ja. Fertig zu kriegen dann. Oh Gott, dann nochmal so viel. Ja, sollen wir jetzt eigentlich versuchen, eher die Mauer fertig zu machen oder dann wirklich unser Lager, aber... Das Ding Lager ist... kann eigentlich warten. Ja, aber das Ding ist, da müsste ich erstmal... Das mache ich gleich, wenn ich den Baum hier gefällt habe, genau. Wir müssen was ausprobieren. Ich müsste fast diese Holzdinger... Scheiße, das ist blöd. Weil ich mag eigentlich ausprobieren, wenn ich jetzt... Ey, bei dir LOL! Ah, das sind zwei. Die sind aus dem Baum rausgesprungen. Der ist plötzlich bam vor mir gelandet. Lol, was ist das für einer? Der hat eine Maske auf. Ist das ein neuer Gegner? Nee, der war letztens auch schon da. Seit wann haben die so Menschenmasken? Sehr widerlich. Man kann immer noch keine Leichen auf den Wagen hauen. Kann ihn leider nicht als Leichenwagen benutzen. Oh. What the fuck? Greif mich an. Kommst du zurecht? Ja, ich komm zurecht. Ich hab auch keine Rhythmus, wie die schlagen, weil ich trau mich so nie zu schlagen. Wow, 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 lol, what the fuck? Ja, wo ist der? Grad kann der? Jetzt. Nein, ich hab wieder Rüstung. Nee, guck dir mal, wie er ausschaut. Ja, da meine ich ja diese Masken da, ganz komisch. Ja, 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 aber das hatten wir schon mal, das weiß ich. Okay, ist mir nicht so aufgefallen irgendwie. Ein Schlag, drei Rüstung weg, ich fress einen Besen, ey. Naja. Aber irgendwie freut es mich, Glück gesagt, das Ganze angegriffen. Ja, es ist. Weil es ist nicht mehr so langweilig wie bei der allerersten Staffel, wo wir halt im Bau. Was war das? Ja, das stimmt. Das aber jetzt muss ich schon fangen, ich greife jetzt schon viel da fast zu häufig an. Ja, nee, aber es ist eigentlich. Aber wir kommen ja zum Bauen. Ich meine, schau dir, was wir bis jetzt erreicht haben. So wenig ist es nicht. Also. Ja. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut.
Manchmal wünscht man sich halt ein bisschen anders, aber... Ja, es ist mal irgendwie so, keine Ahnung. Nee, aber generell muss ich sagen, das ist eigentlich im guten Rhythmus, guten Takt. Wird nicht langweilig. Hat man was zu tun. So. Wie schaut's aus? Oh, 6 Baumstämme nur noch. Geil. Vogel. Ja, ich werde mir jetzt auch nochmal einen schnellen Vogel holen, glaube ich. Ich habe Durst. Finde etwas zu trinken. Den Stein nehme ich noch mit. Mein Durst geht jetzt gar nicht nach unten. Das ist irgendwie krass. Also, wenn man so einen Topf trinkt. So. Moment. Wieso ist das hier kaputt? Ich gucke mir in unsere Beete rein, ob die was kaputt gemacht haben. Nein. Ja, ein Beet war ein bisschen angeschlagen. Hey, die haben doch auch ein paar Sträucher wieder kaputt gemacht. Ja, Gott, zack. Ich brauche keine Vogel, ich esse einfach so ein paar Bärchen. So, Dalle. Dann auf zum Baumstamm holen. Gut, genau, wie müssen wir das denn jetzt mit der Mauer machen? Wollen wir es jetzt relativ hart? Ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt das durchziehen soll, dass, wenn ich jetzt das da... Ach Mist, meine, der Wind gerade, der ist heftig. Ich mag was ausprobieren, aber das mache ich mal dort, wo viele Baumstämme sind. Wo sind Baumstämme? Haben wir ein paar Baumstämme? Aber ich muss jetzt mal ein paar Baumstämme verwenden. Sorry, es tut mir leid. Da sind ein paar Baumstämme. Gott, das freut mich gerade gar nicht. Ich mag es eigentlich so kurz wie möglich halten. Was möchtest du denn? Das Plattform ausprobieren oder was? Ja. Oh, das verbraucht wieder so viel, oder? Boah, ist das hoch? Wieso baust du das so hoch? Ja, weil unser Turm ja auch hoch wird. Ja, aber... nicht, das müssen wir. Ich weiß nicht, ob ich dann ein Fundament bauen muss oder eine das wäre so eine richtige Plattform. Aber das verbraucht schon relativ viel. Das lösche ich mal. Ja, genau, die Plattform da und dann. Ja, aber da kannst du jetzt wahrscheinlich keine Zelle hinhauen. Oder? Ja, ich weiß nicht, ich müsste es bauen, um zu wissen. Ja, genau, das ist mein Problem. Weil das Bauen, das verbraucht schon. Heftig, weil das ist ja das, was ich bauen will. Jetzt pass mal her. Das ist ja das, was ich in Wirklichkeit bauen will. Ja, genau. Unser Turm. Und blöd gesagt, ich würde echt... Es gäbe jetzt zwei Optionen. Entweder bauen wir eine Treppe da hoch, und zwar einmal um das Ding rum, also so wie eine Wendeltreppe. Aha, ja, das könnte vielleicht auch ganz gut ausschauen. Braucht natürlich extrem viel Holz. Und extrem viel Geduld. Ja. Oder. Vor allem diesem Bausystem. Oder man baut halt irgendwie noch ein Ding, weil das, ich weiß, dass das mal geklappt hat. Dass wir so eine Plattform bauen konnten oder. Das war beim Baumhaus. Das ist echt so diese Baumhaus-Plattform. Darum hab ich vorhin. Eben nicht, weil das ging nicht. Sicher? Ja, das, ich weiß noch, als wir bei der Höhle waren, haben wir immer so ein Ding hingebaut, wo wir dann nur das Seil gemacht haben. Weil Baumhausseil, die Baumhausplattform,
Die kannst du wirklich nur am Baum befestigen. Ja. Aber es gibt ja dieses Kletterseil. Und ich weiß leider nicht, ob ich das jetzt... Aber hier kannst du das bestimmt nicht befestigen. Dann musst du einfach so ein Stück Holz raus... Kann man das irgendwie beim Baum oder so hin tun? Macht das hier irgendwo ein Baum? Nee. Aber es ist dunkel, wir sollten vielleicht lieber schlafen. Ja, jetzt. Gehen wir mal schnell zu. Scheiße, ich sehe gar nichts. Gott sei Dank gibt's hier Markierungen. Gott sei Dank gibt's in diesem Spiel Markierungen. Jo. Im Subsistence gab's sowas nicht einmal. Oh, da ist ja eine Wand davor. Schon Hunger hier. Let me sleep. Ich kann schlafen. Yeah, ich speichere mal. Und dann schlafen. Wow. Oh. Alright. Alles klar. Dass wir es überhaupt einschlafen konnten. So, ganz ehrlich, wenn ich auf so einer Insel leben würde. Wo es Kannibalen gibt, die dich die ganze Zeit angreifen, könnte ich wahrscheinlich nie wieder einschlafen. Nee, irgendwie. Ist jetzt schon mal aufgefallen? Ich frag mich. Dass hier so irgendwie das in der Luft steht? Ist mir nie aufgefallen. Ist das. Oder ist das ein Anzeigebug? Das ist, glaube ich, ein Bug. Das war, glaube ich, nicht immer so. Nee. Normal, nee, ich glaube, die haben da vielleicht mal irgendwas weggehauen. Durchs Reparieren hat sich's wahrscheinlich... Gelöscht. Alles klar, okay. Hm. Alles klar. Hey, die Mauer, die wird auch schon langsam, ne? Jo. So, jetzt brauchen wir noch die, ich habe auch noch ein paar. Yeah, yeah, fertig. Yeah. Ups. Hab ich jetzt dagegen geschlagen? Entschuldigung. Hast du eigentlich jetzt eigentlich schon mal deine Reparaturhammer gemacht? Oh, das ist es noch mein Privileg von mir. Hey. Moment, ist die Mauer jetzt eigentlich fertig? Nein, noch nicht, ne? Da fehlen noch zwei Stück. Ja, das ist ein Jan. Hey. Hörst du das eigentlich, wenn ich da irgendwo dagegen hau? Ja. Yep. Ziemlich laut sogar. Guck mal, gegen die Steine hört sich's geil an. Oh Gott. So, jetzt muss ich was essen und was trinken. Schon wieder. Wo haben wir denn da? So, lala. Ich liebe Wasser. Ich kann nichts Geileres wie Wasser. Ey. Holy shit, wir müssen jagen gehen. Digga. Ja. Ey, lol, warum haben wir nichts? Jetzt mehr? Komm mal. Komm mal her, schauen wir mal. Schauen wir mal. Zum Beispiel dieser Baum hier. Wenn man diesen wachsen lassen, könnte man rechts von ihm, hier dann, blöd gesagt, auf dieser Höhe, ja, Baumhaus bauen und dann. Baum, also du meinst den Turm. Ich tu mal den Turm hin und dann können wir, weil der, nach dem Turm, da können wir ja mal gucken, wie wir da hochkommen. Das können wir ja dann spontan dann, oh Gott, das wird jetzt hart. Oh, da hinten laufen sie schon wieder. Ah. Ich sehe jetzt leider nicht, wo hier. Ich glaube, hier ist der Eingang. So ungefähr, oder? Guck mal hoch. Ich sehe das nicht. Genau. Ich glaube, das passt schon so, ne? Mhm. Gut, und dann hier wieder rumbauen. Also, da kannst du hier nochmal richtig schön rum und dann. Einmal hier um das Ding rum und dann hier um das Haus rum, um das Lager und dann hier abschließen. Ah, ich werde angegriffen, ich sehe das schon.
Ah, Moment, man kann einen Kran bauen. Die laufen gerade. Warum laufen? Warum? Ah. Lasst uns doch einfach mal ein bisschen bauen. Hey, warum haben die jetzt so Feuerhände? What the fuck, was ist mit denen? Komm her. Snip! Snip! Beschütz mich! Hinter dir! Schlagt euch gegenseitig. Hey! Deine Kräfte zu Mauern! Nein! Nein! Ja, genau. Weil sie nichts Besseres zu tun haben, oder? Das mache ich auch immer, wenn ich sauer bin, auf irgendwelche Holzhände einschlagen, wenn ich hungrig bin. Nein! Oh Mann, jetzt habe ich daneben geschlagen, weil ich einen festen Angriff gemacht habe. Das ist schon ein Problem mit diesem festen Angriff in diesem Spiel. Alter, irgendwie hat die mehr Titten wie die anderen. Hey, konzentriere dich auf den Kerl. Lass dich nicht ablenken. Warum liegt die jetzt verkehrt rum? Nein! Ja klar, dass du dir wieder die Schnalle nimmst. Hä, wo sind denn die jetzt? Hä? Bin ich bescheuert? Sind die jetzt weggelaufen? So, ich hab... Deine ist weggelaufen, die anderen habe ich hier versammelt. Die dürfen gleich gekocht werden. Muss ich mal kurz schon ein Bad nehmen? Also, ich muss auch sagen, ne, die Palisade. Da oben ist noch einer, da bei uns am Turm. Ich bin da. Oh, der Turm, der wird geil. Oh, ja. Oh, da sind drei, nicht nur einer. Ach Gott. Ja, also unser Oh, den einen habe ich einen Headshot gegeben. Perfekt. Sehr gut. Also, die Mauer muss echt. Oh, ich hab beiden Headshot gegeben. Geil. Sehr gut. Hm, die Mauer hält einiges aus, muss ich sagen. Ich kann sie noch nicht mal reparieren, ich weiß nicht. Ich hab's doch schon repariert. Ah, okay. Aber ich hab auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich was zu reparieren war, weil ich hab nur draufgehauen, weil ich kein Hiking gesehen hab. Nein, ich hab den Pfeil verbrannt. Nein! Scheiße. Ah, nee, jetzt hab ich ihn noch reingesammelt. Gott sei Dank. Geil, ich hab beide mit. Super geil, Alter. Headshots bringt. Was habe ich jetzt gegessen? Was habe ich gegessen? nicht gut. Hey, Entschuldigung. Aus das Feuer. So nicht. Ich lass dir mal die Knochen, weil du ja noch weniger Rüstung hast. Mittlerweile weiß ich das aber nicht mehr. Also mittlerweile habe ich gut aufgeholt, glaube ich. Achso, na gut, dann kann ich ja wieder. Oh, okay. Never the mind. Ganz schön kalt hier. Nee. Ich hab keinen Stoff mehr. Nein! Du hast keinen Stoff mehr. Nee, wir müssen eine Stofftour machen. Stofftour. Das war jetzt mal eine blöde Frage. Funktioniert überhaupt mein Plan? Nein. Man kann ja. Kann man die Baumplattform direkt an einen Baum bauen? Oder muss man da das Baumhaus bauen? So eine Baum. Das ist direkt am Baum. Ah ja, okay. Ja, genau, okay. Direkt am Baum. Und dann von dieser Plattform. Warte, ich tue mal diesen Turm da hinten mal schnell löschen. Ja, lol, hier ist ja noch ein Turm. Wenn man zum Beispiel hier diesen Baum nimmt, ja, dann bist du baut denn? Man da wo bist dran. Du? Ja, wo bist du denn? Und dann hat Gott! Ich such den Namen, ich finde den aber nicht.
Ich bin in unserem Lager, oh mein Gott, und ich bin nicht alleine. Ja. Nice. Ach, ich wollte mir doch gerade Gedanken machen, wie man das am Blödsinn macht. Ja, lol. Oh, oh, Arschloch. Wow. Okay. Hat wohl nichts gebracht. Der hat meine Rüstung wieder kaputt gemacht. Du bist ein Sack. Warum tust du sowas? Auch vielleicht ein bisschen Hilfe. Ja, ich kämpfe auch gerade. Ich kann dir gerade nicht helfen. Wilhelm, komm her. Ich komme. Wo bist du? Ich bin unterwegs zu dir. Der eine ist abgehauen, glaube ich. Der greift unsere Mauer schon wieder an. Lauf weg. Wo ist er? Da oben an der Mauer. Eieiei. Oh, jetzt ist er im Wald. Jetzt ist er weit weg. Wie war denn das? Konnte man zwei Bäume verbinden? Ja, aber durch eine Baumbrücke. Baumbrücke, ja, genau. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, wenn wir dieses Baumhaus haben, ob wir dann... Nee, was willst du mit dem Baumhaus, aber ich verstehe das nicht. Nee, ich versuche das ja gerade mit diesem... damit wir mit dem Seil auf dem Baumhaus gehen und vom Baumhaus dann auf den Turm hochgehen. Ah, ich weiß nicht, nee, das ist so kompliziert. Ich würde, wenn dann hier entweder wirklich die Treppe rummachen oder halt einfach nur so eine kleine Plattform daneben bauen und da halt das Seil hoch. Also das muss ja irgendwie gehen. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das Seil an eine Plattform dran klatschen kann. Doch, dafür gibt es extra das Kletterseil, oder wo soll ich sonst das Kletterseil dran machen? Weil die Baumplattform, die ist ja schon mit Seil. Aber es gibt ja noch mal extra ein Kletterseil. Kletterseil, kann ich das hier? Und ich glaube, die kannst du an jeder Plattform dran machen. Glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ja, es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, um das auszuprobieren. Ja, eigentlich schon. Aber ich habe den Turm jetzt dahingestellt, um nicht gleich zu bauen, sondern eigentlich um die Mauer fertig rumzuziehen. Ja. Das heißt, den kann ich eigentlich nur weghauen. Dann fang ich schon mal mit der Primarpause an. Da. Warum geht denn das nicht weg? Ah, okay. Geh weg. Hallo. Ha, jetzt. Alter, sieht man manchmal so schlecht. Boah, nee. Kein anderes Licht. Das schaffst du schon. Ich glaube an dich. Hier. Ich glaube an dich. Soll ich jetzt eigentlich nur da um den Turm rum und dann gerade runter? Oder wie wollen wir das machen? Ja, einmal hier rum um das Gebäude. Also hier runter und dann um das zweite Lager und dann hier eigentlich ein Tor rein zum Strand, oder? Alles klar. Hätte ich jetzt gedacht. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Was der herkommt. Was kommt? Oh. Ja, genau. So hätte ich das mir jetzt schon ein bisschen vorgestellt. Das sieht doch ganz gut aus. Weil da haben wir hier unser kleines Stocklager. Unser normales Lager. Unser Essenslager, also Lebensmittellager. Hier wieder ein Tor rein. Und wir müssen eigentlich unbedingt jetzt mal jagen gehen. Wir müssen mal eine Pause machen mit Bauen und so, weil wir haben echt kein Fleisch mehr, gar nichts mehr, ne? Hallo, ich möchte hier irgendwo ein Tor reinbauen, das geht's nicht. Ich guck mal, ob ich was finde, so in den letzten Minuten. Kann ich hier kein Tor oder sowas reinbauen? Ich mache mich mal ein bisschen auf den Weg, ne? Ich suche mal ein bisschen Stoff, also so ein paar Effigies, die ich kaputt machen kann, wenn ich ein paar Stoff habe.
Und vielleicht mal ein, zwei Hasen oder Lurche oder sowas. Alter, das sind hier viele FNGs. Holy shit. Ja, ich glaube, das wird richtig geil in unserer Lager. Oh, ja, wir haben es einfach drauf. Oh, geil. Lol. Wow, könnten wir hier viele Bomben bauen? Na gut. Ja, mit Verteidigung und sowas. Da müssten wir uns auch noch was überlegen, mit Fallen bauen und so ein Zeug. Oh ja, da habe ich dann richtig Bock drauf. Ob das diesmal wirklich dann was bringt und so. Ja. Also was wahrscheinlich sehr effektiv ist, halt so Sprengstofffallen wahrscheinlich. Hier sind echt viele Motherboards, ne? Also, holy shit. Alkohol. Oh, das ist ein Loch. Ja gut, wenn es jetzt regnet, dann komme ich lieber zurück, bevor es mich dann doch noch friert oder so in der Nacht. Nicht, dass ich zu spät komme. Ach so, ja. Ja, wir könnten mal wirklich auf Krokodiljagd gehen oder so. Oder allgemein eine Inseltour. Drei Fleischstücke oder sowas. Allgemein mal so eine Inseltour. Auf Krokodile und vielleicht mal ein bisschen Neues. Vielleicht doch mal was suchen. Keine Höhlentour, sondern eine Inseltour. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ein bisschen Fleisch sammeln und so. Ich bin gerade wieder bei diesem einem Baum da. In der Nähe von unserem alten Lager. Ja. Und da war ja dieses Ding zum Wegsprengen. Ich tue da mal so eine Flagge hin. Ja. Genau, ich wollte eigentlich mal nachgucken, dort wo das schon weggesprengt war. Hast du das weggerissen, oder? Wahrscheinlich. Ey, welche Farbe war das? Das war gelb. Kein blassen. Gelb, ja doch. Auf unserer Insel ist noch gelb. Ach ja, ich hol mir Pfeile. Okay. Oh, Ringelblume, yay. Ringelblumen, 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 das sind ganz geil. So. So. Gut. Dann irgendwo hier war das zum Wegsprengen. Dann werde ich hier eine Markierung setzen. Oh, eine Koffer. Oh. Was ist das? Neues Outfit. Was habe ich jetzt an? Also ein Loch habe ich mitgehen lassen. Jo. Und so, Pfeile. Signalflagge. Wieso kann ich jetzt kein Gelb einstellen? Muss mich verarschen. Ja, dann lassen wir es halt da so orange. Orange kann aus, nicht vergelb. Naja, egal. So, jetzt wieder über dieses gelbe Hämmer. Nein! Ich hör's schon wieder lachen. Schon cool. Ey, Alter, wir sind wieder bei 257 Baumstämme. Ja. Aber gut, wir haben jetzt den Turm noch dabei, ja. Und die Mauer halt, ne? Das ist halt.
echt übel. Ey, ich, also die Busche nerven mich aber ein bisschen. Die sind die Büsche. Ja. Die Busche. Busche. Ja, ich hab von Asche ein bisschen rumgehackt. Weil die wuchern irgendwie, das ist wie Unkraut. Die wuchern einfach alles zu. Ja, das ist nervig. Heckenkirsche, ich glaube, das ist nicht. Aber ich bleib jetzt mal im Lager und du schaust auch, dass du zurückkommst, weil die Folge ist zu Ende. Ja, ich finde gerade die ganze Zeit wieder irgendwas zum Sammeln. Das ist gerade irgendwie. Hä, was macht denn der da? Hä, wie kommt der hier rein? Manchmal frage ich mich echt, nicht gut. Ja, ich hoffe wirklich, dass es besser wird, wenn wir die Mauer haben, dass sie da vielleicht eher Abstand haben dann. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Ah ja, die Echsenhaut wollte ich aufhängen. Ach, das war ja nicht hier. Nein! Hier sind so viele. Hau ab! Guck mal, der hat mich richtig angekriegt. Der hat mich durch. Verpiss dich. Komm hierher. Komm. Alle, wie viele Bären hier sind. Ich werde dann mal gar nicht weg. Leider irgendwie alle ungenießbar. Ja. Anscheinend hat er schon mal angegriffen, weil er mit zwei Schlägen jetzt tot. Also das ist anscheinend einer von damals. Ja, ist ja cool, dass sie sich nicht heilen oder so. So. Ich würde jetzt an deine Stelle echt zurückkommen, weil sonst frierst du. Ja, okay, das ist schon auf meinem. Der Boden muss repariert werden? Warum? Ja, da drin, das ist irgendwie ein Bug und man kann es nicht reparieren irgendwie. Egal wie man da hingeht, ich kann es nicht reparieren. Richtig nervig. Ah nein, ich friere. Gut. Na gut, dann haben wir wieder ein Riesenprojekt vor uns. Oh Gott, wieder so viele Baumstämme. Oh, Alter, ja, das wird wieder was. Warum eigentlich Stöcke? Ach, auch das Ding. Okay. Ja, weil dein Geländer, glaube ich, oben drauf ist. Ja, ja, überall, das ganze Dach ist voll mit Stöcken. Ja. Was? Alter, schreien die gerade auch so übelst vor dir rum? Ja, heftig, ey. Aber wir sollten jetzt echt aufhören. Gehen wir schlafen ja, noch? Ja, aber gehen wir vorhin noch schlafen. Ja, komm. Ja. Bevor da was schief geht. Nochmal speichern. So. Perfekt. Zack. Perfekt. Da. Gut, und dann vielen Dank, dass ihr wieder zugeguckt habt. Oh, das wird geil ausschauen. Wenn wir dann oben da den Turm auch noch mit Feuer machen und so. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Da kann man jetzt noch so Bank und so hochstellen. Oh. Oben kommen so Fälle und sowas. Ah ja, da lassen wir uns was richtig Schönes einfallen. Bleibt dran, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.